Moin Moin Leute, ich bin Lettkampfes Brian oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Celeste. Ich bin immer noch das letzte Mal genau hier stehen geblieben, am Kapitel Nummer 6 und zwar Reflexion. Aber wusstest du schon, es ist unmöglich, deinem eigenen Spiegelbild zu entkommen. Well, that's pretty spooky, man. Oh shit. Damn, my shitballs. Oh Gott. Da sind wir hingefallen mit dem Theo. Aber der kann auch mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder alleine laufen. Oh Gott, sieht das schön aus. Theo. Oh, er ist eingeschlafen. Nee. Theo, du bist wach. Wirklich? Ich habe meine Zweifel. Ich hatte einen verkorksten Albtraum. Ja, warte. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist wirklich passiert. Danke, dass du uns hier rausgeholt hast. Ich bin froh, dass wir das zusammen gepackt haben. Ich weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte. Was geht hier wirklich vor? Das ist hier ganz klar kein normaler Berg. Was geht hier wirklich vor? Ich hätte es dir früher sagen sollen. Als ich bei den alten Ruinen war, ist aus einem Spiegel ein Teil von mir entkommen. Ein Teil, auf den ich nicht sehr stolz bin. Ich schwöre, ich habe es geträumt. Glaubst du, der Berg hat sie real werden lassen? Ja. Seitdem verfolgt sie mich ständig. Sie hat Herr Oshiro angeschnauzt. Ich glaube, sie war der Grund, weshalb die Gondel stehen blieb. Und sie war dort, im Tempel. Warum hast du nichts gesagt? Ich wäre nicht in diesen Tempel gegangen, wenn ich gewusst hätte, zu was dieser Berg fähig ist. Ich habe versucht, dich aufzuhalten. Du hättest erwähnen können, dass dein dämonischer Doppelgänger die Gegend unsicher macht. Komm schon, Theo. Du weißt, wie irre das klingt. Ich hab's ja selbst nicht mal geglaubt. Okay, okay. Ich verstehe schon. Nächstes Mal sprich aber einfach mit mir. Ich verspreche dir, ich werde dir glauben. Okay. Wie lange war ich weg? Es muss ein paar Stunden gewesen sein. Mann, was für ein Trip. Du sagst es. Alles okay? Du meinst, abgesehen von der existenziellen Krise? Ja, alles okay. Danke, dass du da hinten an mich geglaubt hast. Danke, Theo. Dass du da hinten an mich geglaubt hast, meine ich. An dich zu glauben war einfach. Ich wünschte, ich hätte helfen können. Konnte ja nicht viel tun, als in dem Ding feststecken. Du hast mir sogar sehr geholfen. Echt jetzt. Ohne deine Unterstützung hätte ich es nicht geschafft. Warum ist es so einfach für dich, mir zu vertrauen? Jetzt mal im Ernst, du kennst mich doch kaum. Meinst du? Du erinnerst mich an meine Schwester. Das ist ja bezaubernd. Wie ist sie denn so? Oh, du würdest sie lieben. Nun ja, vielleicht nicht gleich, am Ende aber doch. Sie ist buchstäblich ein Rockstar. Sie ist Musikerin? Das ist ja cool. Okay, sie ist nicht buchstäblich ein buchstäblicher Rockstar. Alex ist einfach in allem toll. Sie studiert, um Bürgerrechtsanwältin zu werden. Beeindruckend. Und wie erinnere ich dich an sie? Ihr lebt beide ganz tief in euren Köpfen. Oh. Alex hat diesen erstaunlichen internen Kompass. Es ist offensichtlich, dass sie dahin kommt, wo sie sein muss. Ich kann das auch in dir sehen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über mich sagen. Wer glaubst du, hat den Tempel gebaut? Er sieht uralt aus. Er muss schon vor allem anderen auf dem Berg gewesen sein, dem Resort, den Ruinen der Stadt. Es gibt viele Geschichten hier. Ja. Dieser Berg war für viele Menschen von großer Bedeutung. Ich beginne zu verstehen, warum diese verrückte alte Dame hier lebt. Du bist ja auch über den Weg gelaufen? Was mit der wohl ist? Ich glaube, sie ist nur eine schoflige alte Frau. Aber sie scheint ziemlich zufrieden mit ihrem Leben hier draußen. Deine Schwester hört sich toll an. Ich erinnere dich wirklich an sie? Willst du mich veräppeln? Du bist diejenige, die felsenfest vorhat, diesen Berg zu besteigen. Und du weißt nicht mal, wieso. Genauso ist Alex. Ich scherze nur. Wieso willst du denn eigentlich den Berg besteigen? Du hast recht. Ich weiß nicht einmal, warum. Ich musste einfach aus meinem Kopf raus. Ich stecke in einem Kreislauf fest. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich hatte viele seelenzermarternde Tagesjobs. Arbeit ist eigentlich gut. Ich werde noch verrückt. Ich kann einfach nicht aufhören, an dummes Zeug zu denken, das überhaupt keine Rolle spielt.
Mein Hirn beißt sich fest an diesen blöden Dingen, die vor langer Zeit passiert sind. Die sollte ich endlich hinter mir haben. Nichts davon spielt eine Rolle. Ich kann gut den äußeren Schein wahren, aber wenn ich ehrlich bin, auch nur gerade so. Es tut mir leid, das ist ziemlich heftig. Kann ich helfen? Du hilfst schon. Es tut gut, es laut auszusprechen. Du sprichst mit niemandem darüber? Nein, nicht wirklich. Meine Mutter weiß, dass ich depressiv werde und Panikattacken habe. Das ist alles. Kein Wunder, dass du dich gefangen fühlst. Wie kommst du überhaupt zurecht? Ich trinke meistens. Und werde wütend auf Leute im Internet. Was ist mit dir? Was hat dich zu dem Berg gebracht? Ich bin einfach nur am Herumvagabundieren. Wie immer. Ich habe in Seattle diesen neuen Job angefangen. Ich dachte, ich wüsste endlich, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Aber ich habe ihn gehasst. Also habe ich nach einer Woche gekündigt und bin mit dem Bus nach Kanada gefahren. Ich verspürte einfach diesen Drang, mitten im Nirgendwo zu verschwinden. Jetzt, wo ich es laut sage, erkenne ich, wie exzentrisch das klingt. Es hört sich einfach an, als ob du unter großem Druck stehst. Nicht wirklich. Alle sind so geduldig mit mir. Obwohl ich glaube, dass ich mir selbst viel Druck mache. Die Leute denken immer, ich vergleiche mich mit Alex, aber ich schwöre, das ist nicht das Problem. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich nie herausfinden werde, wohin ich gehe. Du hast gesagt, du wolltest verschwinden. Vielleicht solltest du das einfach nur annehmen. Könnte sein. Willst du mir erzählen, wie Depressionen so sind? Furchtbar. Ja, aber wie fühlen sie sich an? Alex kämpft auch damit. Ich will wirklich verstehen. Wir können über etwas anderes reden, wenn du willst. Es ist, als ob ich am Grund des Ozeans bin. Und sehen kann ich absolut nichts. Es ist beengt und dennoch fühle ich mich schutzlos. Ich weiß noch, wie ich mich normal gefühlt habe. Aber jetzt ist dieses Gefühl außer Reichweite, egal was ich versuche. Aber dann war ich wahrscheinlich schon immer verkorkst. Es musste nur etwas Schmerzhaftes geschehen, um es zum Vorschein zu bringen. Mit mir muss irgendwas nicht stimmen. Was immer auch passiert ist, ich bin mir sicher, dass es nicht deine Schuld ist. Ich glaube, ich dachte, ich könnte... Ich weiß nicht. Ich schwebe nur in diesem Abgrund und schwimme blind in irgendeine Richtung. In der Hoffnung, dass ich etwas finde. Und deshalb bin ich hier. Aber ich kann mir nicht entkommen. Ich kämpfe buchstäblich den ganzen Weg lang gegen mich selbst. Vielleicht ist das alles sinnlos. Margaret, du hast mir gerade das Leben gerettet. Das ist nicht sinnlos. Ja. Schau, du bist ein guter Mensch. Du bist ein bisschen angespannt, aber dennoch ein guter Mensch. Ich denke, du versuchst nur aus der Sackgasse rauszukommen, in der du steckst. Und das ist ein absolut legitimer Grund, den Berg zu besteigen. Kann sein. Das ist hilfreich. Dieser Teil von dir, der dich verfolgt, gehört vielleicht einfach dazu. Glaubst du also, dass ich sie für immer am Hals habe? Nun, sie hat auch dich für immer am Hals. Das ist nicht hilfreich. Du willst diesen Teil von dir also vernichten? Tust du dir denn nicht damit auch weh? Wenn ich es nicht tue, wird sie mich weiter mobben. Sie sagt, sie beschützt mich, aber das stimmt offensichtlich nicht. Vielleicht denkt sie, dass sie das tut. Sie könnte eine Art verdrehter Abwehrmechanismus sein. Im Ernst, wen interessiert das? Sie hat so viel Kontrolle über mich. Ich hasse es. Vielleicht kannst du lernen, stattdessen sie unter Kontrolle zu kriegen. Die Feder hilft sehr. Danke, dass du mir das beigebracht hast. Nur eine der vielen Weisheiten meines Großvaters. Bist du deinem Großvater nah? Ja, war ich. Oh, tut mir leid. Ist schon okay. Ist einfach so. Ich kann nur positiv bleiben und ein sinnvolles Leben leben, weil er sich für mich wünscht. Es tut mir leid, Theo. Danke. Was hast du noch von deinem Opa gelernt? Jede Menge. Genau genommen war es, der mir vom Celesteberg erzählt hat. Er hat immer gesagt, dass dieser Ort sein Leben verändert hat. Nachdem ich meinen Job in Seattle gekündigt hatte, wurde mir klar, wie nah ich ihm war. Ich hatte das Gefühl, als sagte er mir, ich solle hierher kommen. Opa sagte, dass der Berg etwas Besonderes wäre. Glaubst du, er ist wie wir durch den Tempel gegangen? Glaubst du, er hat die Kraft des Berges verstanden? Er hat nie darüber gesprochen, was passiert ist. Ich bezweifle, dass sein Großvater so verkorkst war wie ich. Seine Erfahrung war wahrscheinlich weniger gewalttätig.
Er hat den Berg gefunden, bevor ich geboren wurde. Ich weiß nicht, wie er davor war. Ich frage mich, was er hier über sich selbst herausgefunden hat. Warum stattdessen nicht einfach Urlaub machen? Wie meinst du das? Mädel, du brauchst eine Verdrängung und entscheidest dich dafür, einen Berg zu besteigen? Warum machst du nicht einfach mal was Entspanntes? Flieg nach Hawaii oder nimm ein Bad oder so. Ich denke, glaube ich, immer, ich müsste was erreichen. Es hört sich so an, als hättest du schon genug auf deinem Teller. Ja, ist schon irgendwie extrem. Aber so bin ich nun mal. Ich brauche Herausforderungen. Und ich kann etwas nicht nur ein bisschen tun. Ich bin entweder voll dabei oder gar nicht. Weißt du was? Ich will mich immer an diese Nacht erinnern. Lass uns ein Selfie machen. Ich dachte, du würdest nie fragen. Ach, wie cool. Ach, wie süß. Das sieht voll cute aus. Ich weiß, trotz allem fühle ich mich gerade ziemlich wohl. Augenblick mal. Du wirst morgen den Gipfel erreichen. Nur nichts verschreien. Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin bereit, das alles hinter mir zu lassen. Ich werde dich anfeuern. Wir sollten etwas schlafen. Okay, gute Nacht, Theo. Danke, dass du so locker bist. Was soll ich sagen? So bin ich einfach. Och, wie schön. Das war mal schön. Irgendwie noch mal einmal ein bisschen einfach zu talken. Einfach ein bisschen zu reden. Oh, wir sind jetzt gerade anscheinend die Feder. Ah, das war ein bisschen blöd. Egal. Die Nordlichter sind so wunderschön. Ja, das sind sie. Wo sind wir? Wir müssen reden. Okay. Ich verstehe endlich, wer du bist. Du bist nicht mein wahres Spiegelbild. Bin ich nicht? Du bist alles, was ich zurücklassen muss. Du bist grausam, paranoid, kontrollierend. Warum sagst du sowas? Nein, das ist okay. Ich verstehe jetzt. Ich brauche dich nicht mehr. Du verlässt mich jetzt also einfach? Ich lass dich frei. Wir werden beide viel, viel glücklicher sein. Du bist sowas von... Sowas von blöd. Du glaubst, du kannst mich einfach zurücklassen? Oh Gott, Alter, die kommt aus ihrem Porträt da raus. Du glaubst, du kannst alles mir in die Schuhe schieben? Du glaubst, du stehst über mir? Antworte, wie heilig, scheiße. Swollen as fuck, Alter. Beruhige dich bitte. Ich soll mich beruhigen? Atme, Margret. Denk an die Feder. Boah, das ist schwierig. Die Feder hilft aber wirklich enorm. Aber langsam ein- und ausatmen hilft nun mal auch sehr viel. Was passiert mit meiner Feder? Du denkst an eine Feder, um mich mundtot zu machen? Du stehst nicht über mir. Und du kannst diesen Berg nicht besteigen. Es ist Zeit, das zu akzeptieren. Margret, was ist los? Oh, nö. Es musste ja passieren. Wir waren so weit. Wir waren kurz davor, den Gipfel zu besteigen. Und fallen jetzt in den tiefsten Abgrund vor das erste Level noch. Wow. Wir waren so weit.
Das alles ist jetzt vollkommen egal. Ach lol, okay. So funktioniert der Hase. Muss ich dich da nochmal, wenn ich dich nach links geschoben habe, nochmal verwenden? Okay. Hey, eine Feder. Okay. Die Feder ist ganz schön knackig. Oh, man hat aber auch gleichzeitig wenig Zeit, also... Man will zwar eigentlich nicht schnell sein, aber muss man eigentlich schon. Okay. Freunde, wir werden nach oben kommen, wir werden das hinkriegen. Wir werden das wieder gerade biegen. Okay. Na, fuck. Dann hätte ich ihn, glaube ich, nochmal nach links schieben müssen. Weil das wird nicht funktionieren. Okay. Nochmal nach oben. Aber wie... Der ist halt echt schwer. Okay, dann war es aber auch schon vorbei. Sehr gut. Oh Gott, zum Glück noch gerettet. Ich dachte, es ist vorbei. Nein! Ich glaube, hier hätte ich einen Schrägen da gemacht, hätte es funktioniert. Oder einfach hier mal eben kurz. Da, innehalten. Da kann ich mich rechts sonst auch festhalten. Also wenn die Feder... dann bald vorbei wäre. Ah, so ist obwohl... Ah, ah. Oh, nein. Nein, komm schon. Ich hätte es noch schaffen können, wäre ich direkt da oben dran gesprungen. Shit. Sehr knapp. Sehr knapp. Ach, komm. Da wollte ich wieder zu knapp um die Ecke. Sieht ja aber tatsächlich in dieser Kristallruine doch sehr schön aus. Da bin ich aber eben gerade ohne Jump rüber, ne? Ich glaube schon. Ich habe es bisher auch mit der Feder noch gar nicht versucht, durch den mittleren Gang durchzukommen, weil ich habe mir gedacht, okay, das wird so oder so nicht funktionieren. Vielleicht sollte ich das erstmal versuchen. Ja, obwohl das ist auf jeden Fall der schwierige Weg. Muss man dann ja nicht wählen. Der tatsächlich so schwierig ist. Okay, der muss auf jeden Fall ganz nach rechts. Zack. War nicht zu weit rechts. Muss den quasi... Jawohl. Ah! Oh, da muss ich den Boost nutzen. Hier ist doch locker eine Erdbeere versteckt, oder? Nee. Obwohl es so sehr aussah, als ob das brüchig ist. Okay, jetzt sind wir schon hier. Ah, wir sind echt tief gefallen. Also ich kann mir vorstellen, das dauert jetzt ganz schön lang, bis wir dann irgendwo mal landen. Was haben wir hier? Irgendein Raum ohne ersichtlichen Grund. Da hätten wir eine Feder, die wir bestimmt brauchen, um hier ganz weit nach oben zu jetten. Ja, das hätte ich mir denken können, dass das nicht so funktionieren wird. Die Musik gefällt mir auch sehr gut. Ich muss sowieso zugeben, dass ich das OST von dem Game hier echt großartig finde. Noch weiß ich nicht, wo genau ich hin will. Deswegen versuche ich es gerade mal mit der Feder. Weil hier kommen wir auf jeden Fall mit der Feder hin, ohne diesen Block.
Okay. Hier kann ich mir auch schon denken, was hier passiert. Ay caramba. Man hat aber eigentlich nur ein richtiges Obstacle, wenn man so möchte. Ja, das war klar. Man muss auf jeden Fall unten hitten. Und dann nochmal nach oben. Oh, und da muss man, glaube ich, den ganzen Weg nochmal zurücklegen. Ich hätte dich noch... Ich hätte mit dir mitkommen müssen. Okay. Ich denke einfach mal, dass wir hier hin müssen. Okay, gut. Da müssen wir auf jeden Fall durch und dann mit dem Block weiter fortfahren. Muss man da die Abkürzung nehmen? Kann ich auch einfach außen rum? Weil die Abkürzung ist wirklich schon ein bisschen fies. Aber Freunde, wie es hier weitergeht in dem Kapitel, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das wär's für heute. Tüdelü mit Ü. Brrr.